Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es etwas Analogeres als eine Stadt? Eher nicht. Alles, was wir erleben, ist analog. Das, was wir anfassen, was wir betreten, die Kindergärten, die wir sehen, die Parks, die wir mögen oder nicht mögen. Und dann digitalste Stadt. Wir haben schon aus den Anerkennungen gesehen, wer sein Digitales nicht beherrscht, der kriegt es aber mit dem Analogen nicht hin. Und wenn es mit dem Analogen schwierig wird, weil du in großen Veränderungsprozessen stehst, dann bist du gut davor, wenn du digital gut kannst. Wir kommen zum ersten der zwei ersten Preise. Nummer eins in Deutschland bei diesem Wettbewerb liegt in Dortmund. Wir gratulieren, lieber Uli Sierau, dir und deinem Team. Dortmund? Sind das nicht die, die in die Knie gehen? Strukturwandel, alles schwierig. Da kann man das doch gar nicht schaffen. Ja, kann sein. So kann man rangehen an Veränderungsprozesse. Dortmund geht so nicht ran. Ich erinnere mich, dass ich noch als junger Dezernent, ich war für Organisation zuständig, 2005, 2006, mir in Dortmund mal im Bürgeramt angeschaut habe. Bei uns hieß das noch Einwohnermeldeamt in Kiel. Und die Dortmunder waren da schon gut davor zu sagen, wir definieren ganz neu die Dienstleistung, die wir erbringen wollen. Wir verstehen uns als Serviceeinrichtung und da müssen die Leute nicht als Bittsteller zu uns kommen. Es war sehr lehrreich für uns. Und diesen klugen Weg ist Dortmund immer weitergegangen. Statt Entwicklung im Strukturwandel zu betreiben, darüber nachzudenken, was mache ich mit meiner Infrastruktur, wie entwickle ich sie klug weiter, wie schaffe ich neue Wertschöpfung bei mir vor Ort, Dortmund hat dazu Antworten gefunden. Und wenn man den Oberbürgermeister fragt, sagt er, ja, wir waren Industriestadt, sind auch sehr stolz drauf und vielleicht werden wir irgendwann Silicon Dortmund sein. Und glauben Sie mir, Silicon Valley auf der grünen Wiese zu schaffen, das ist gar nicht so schwer. Aber wenn du das machen musst im Strukturwandel, dann können das nur die Dortmunder. Und dafür sind sie zu Recht ausgezeichnet. Die Stiftung war da und hat sich mal zeigen lassen, was bei euch so ganz besonders ist. Und dazu sollte es jetzt einen kleinen Film geben. Wir haben viele Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen für den Weltmarkt produzieren. Und wenn die nicht ein Milieu haben, was digital geprägt ist, dann ist das für sie auch insgesamt schwer, sich am Markt zu behaupten. Insofern ist unser Ziel natürlich, hier schon möglichst optimale Voraussetzungen zu schaffen. Die Allianz Smart City Dortmund ist ein Zusammenschluss aus mittlerweile mehr als 130 Institutionen. Und da sprechen wir über Projekte, die wir konkret im Stadtgebiet Dortmund umsetzen können. Also sogenannte Technologieschaufenster nennen wir das. Die Logistik ist mitunter die größte Herausforderung, die sich auch für die Städte stellt. Logistik muss effizient sein, muss dann aber auch auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkte achten. Und ich glaube, da ist unser Standort auf einem sehr guten Weg. Wir haben so 25 sogenannte Leuchtturmprojekte, wo wir halt sagen, das sind die besonders relevanten. Wir haben eins der weltweit größten Programme zur Straßenbeleuchtungserneuerung mit 25.000 Laternen. Da haben wir beispielsweise das Projekt Smart Service Power, das technikunterstützte Leben im Alter. Und dann haben wir großen Aufbau oder flächendeckenden Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im öffentlichen und privaten Raum. Wir haben Wohngebiete, die jetzt neu erschlossen werden, wo wir das Thema Smart Grid spielen. Wir haben den Umbau unserer Wärmeversorgung auf ein dezentraleres und umweltfreundlicheres System. Und das alles funktioniert ja nicht ohne digitale Technologien. Ein zweites Produkt, was wir auch als IHK verfolgen, ist die
vollständige Digitalisierung der Auszubildenden im Vertragswesen. Wir wollen diese Wege für die Auszubildenden vollständig digitalisieren. Wenn man jetzt so in eine neue Dimension vorstößt, ja, dann wirft das natürlich viele Fragen auf, und zwar mit der Digitalisierung. Ich glaube, da muss man die auch ein bisschen entdämonisieren, wie viele Arbeitsplätze beispielsweise auch durch Digitalisierung wiederum neu entstehen und was das für neue Möglichkeiten schafft. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, frühzeitig für Akzeptanz zu sorgen, bevor man dann in die eigentliche technische Umsetzung kommt. Weil am Ende sind es immer noch die Menschen, die ja diese Prozesse gestalten müssen und die auch eine Schnittstelle zu diesen Prozessen haben. Aus unserer Sicht ist die Digitalisierung der Treibstoff der Zukunft und deswegen muss jeder genau schauen, wie er den Treibstoff optimal einsetzt. Wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir in der Systembildung sind, wo wir in die Steuerung gehen, wo wir einen ziemlichen Gesamtblick auf das Thema haben. Wir müssen einfach weiterhin dafür sorgen, dass wir das nicht, ich sag mal, als final betrachten, was wir jetzt geschaffen haben und geschafft haben, sondern dass wir das so verstehen, dass wir weiter am Puls der Zeit bleiben, weiter Ansätze entwickeln, die uns auf die Zukunft vorbereiten. Es bleibt spannend. Sie sehen, Digitalisierungsbeauftragt zu haben, das ist schon mal ganz gut. Digitalisierung zu leben und sich neu zu erfinden, ist noch besser. Übrigens, wenn wir die Beauftragten zum Maßstab machen müssten, dann müsste Deutschland Gleichstellungsland Nummer 1 sein. Bei all den Gleichstellungsbeauftragten, die wir haben, sind wir, glaube ich, nicht. Also, wir haben die Beauftragten, aber Dortmund zeigt, wie man es umsetzt. Wir bitten auf die Bühne den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Ulrich Sierau, Michaela Bonan, die Leiterin des Projektbüros Smart City, den eben schon gesehenen Herrn Jan Redberg, CIO der Stadt, und Dennis Gütschek, stellvertretender CIO. Wenn Sie denn alle da sind, würde ich mich freuen, wenn Sie dich begleiten, lieber Uli. Herr Oberbürgermeister, was ist denn, was an diesem Projekt im Stadtumbau, in der Stadtentwicklung am meisten triggert, was Sie am meisten begeistert? Was macht da richtig Spaß? Erstmal herzlichen Dank für die Auszeichnung. Das ist für uns ja Verpflichtung und Motivation zugleich. Wir haben in der Tat, das hat Thorsten Halbig sehr schön dargestellt, einen sehr, sehr intensiven Strukturwandel bei uns in der Stadt. Das können Sie bei sich selber überprüfen, wenn Sie an Dortmund denken. Denken Sie wahrscheinlich überwiegend an Kohle, Stahl, Bier, Maschinenbau. Wenn Sie gestern Abend Fernsehen geguckt haben, vielleicht auch eine bestimmte Sportart und einen bestimmten Verein. Das ist auch irgendwie alles richtig, weil das hat viel mit der Geschichte unserer Stadt zu tun. Aber wir haben massive Einbrüche gehabt in die Wirtschaftsstruktur zwischen 1980 und 2000 haben wir von 320.000 Arbeitsplätzen 80.000 verloren. Das heißt, wir sind auf 240.000 runtergegangen bei Kohle, Bier, Maschinenbau, Stahl. Und insofern ist dann die Notwendigkeit, dass entweder Sie sagen, okay, ich akzeptiere das, dann sind Sie irgendwann auch in der Einwohnerzahl unten. Wir sind im Augenblick eine wachsende Stadt mit über 600.000 Einwohnern und Einwohnern, aber in dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe, gingen alle Prognosen Richtung 500.000. Und es ist dann für uns schon eine Gunst gewesen, dass wir eine technische Universität in der Stadt haben, die in diesem Jahr den 50. Geburtstag feiert. Dass wir zusammen mit der IHK und dieser Technischen Universität ein Technologiezentrum gegründet haben. In diesem Technologiezentrum sind ganz viele Start-ups, die von der Universität gekommen sind, gepäppelt und vorangebracht worden. Inkubator. Daraus ist ein Technologiepark entstanden mit im Augenblick ungefähr 12.000 bis 13.000 Arbeitsplätzen. Ist der größte in Deutschland, ist größer als Adlershof hier in der Ecke rund um Berlin, ist auch größer als das Teil, was wir in München haben. Apropos München, wir haben zum Beispiel 6.000 Ausbildungsplätze im IT-Bereich, das ist vor München. Der Kollege aus Heidelberg mag es mir nachsehen. Wir haben 7 Hochschulen, 52.000 Studierende, das sind ungefähr 10.000 mehr als in Heidelberg, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, da ist im Laufe der Zeit einiges entstanden. Ja, wenn Sie hier wegfahren, sollen Sie ja nicht nur diesen tollen visuellen Eindruck haben, sondern auch einen anderen Blick auf die Welt. Das nennt man Innovation und ohne Innovation kein Fortschritt. Und in diesem
Technologiepark, den übrigens der US-Botschafter John B. Emerson bei seinem Besuch in Dortmund am 18.06.2014 zum Anlass genommen hat, uns Silicon Dortmund zu taufen, weil er gesagt hat, das, was ich hier bei euch sehe, eine technische Universität, ein Technologiezentrum, Technologiepark, viele Start-ups, viel Know-how-Transfer, viel Technikorientierung, viel fremdes Geld, das erinnert mich an die Frühphase von Silicon Valley. Und Frühphase ist wichtig in dem Zusammenhang. Ich wäre im Augenblick mit der Kooperation mit Silicon Valley vorsichtig bis zurückhaltend aus bestimmten Gründen, nicht nur wegen der Sexpartys. Und da ist uns jedenfalls nochmal deutlich geworden, dass wir in der Tat also eine Aufbruchssituation haben, eine Story machen, die eben in der Tat auch einen Wandlungsprozess hat. So, und das ist keine Geschichte von einer Person oder von denen, die hier stehen. Das ist im Prinzip eine Sache von Wirtschaft, eine Sache von Verwaltung, von Schwarmintelligenz, von Allianzbildung, und wir haben nicht zuletzt deshalb eine Smart City Allianz mit im Augenblick 130, 140 Firmen, vom Startup bis zu Cisco, mit einer Vielzahl von unglaublich intelligenten und innovativen Projekten. Und wir haben also gerade vor kurzem ein Denkmal, was ein jüdischer Bildhauer aus Dortmund, der auch mal dabei geholfen hat, Bayern München mitzugründen im Jahr 1900, der dann aber die Menorah vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem in Israel geschaffen hat. Benno Elkan, nochmal besonders gewürdigt, einen Tag vom 1. September aus guten Gründen, der in seinem Nachlass ein Antikriegsdenkmal geschaffen hat, was er aber nie vollenden konnte. Davon waren nur noch 6 Bilder übrig. Seine Enkelin hat uns das aus San Francisco nach Dortmund mitgebracht, und daraus hat dann ein junges Start-up-Unternehmen Augmented Reality geschaffen und ein Denkmal, wo man heute um dieses nie geschaffene Denkmal tatsächlich herumlaufen kann und diesen Eindruck hat. Und wenn man das einmal erlebt hat, wenn man nicht nur erlebt hat, was das mit der Enkelin gemacht hat, die war nämlich zutiefst bewegt, jetzt dieses eigentlich unvollendete Werk ihres Großvaters auf einmal zu erleben und dann auch nochmal eine ganz andere Beziehung dazu aufzubauen und zu vermitteln. Und wenn man sieht, wie viele Unternehmen wir in der Zwischenzeit in der Stadt haben und was in unseren 3 Masterplänen passiert zur Digitalisierung der Bildung, zur Digitalisierung der Wirtschaft und zur Digitalisierung der Verwaltung, dann weiß man, dass da etwas losgetreten ist, das kann man nie wieder zurückholen. Und wir haben mit diesem ganzen Prozess schon eine langjährige Erfahrung. Es gibt bei uns ein Fraunhofer-Institut in der Stadt, das Institut für Software und Systemtechnik, ISST. Die haben letztes Jahr 25. Geburtstag gefeiert. Und da haben sich alle gefragt, wie das sein kann in einer Stadt von Kohle, Stahl und Bier. Also wir sind technologieorientiert, wir sind innovativ. Und ich glaube, wir machen was draus. Und wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass wir vor ungefähr 20 Jahren auf etwa 240.000 Arbeitsplätze runtergegangen waren. Wir haben im Augenblick 340.000, also 100.000 mehr, und dank dieser Prozesse. Applaus